Zweite Frage. Wenn Leute hierher kommen, sie nicht schön fühlen, was können sie alles machen? Bei uns hier kann man sich von Kopf bis Fuß behandeln lassen. Haartransplantation, Botox, Filler, Brüste, Intimchirurgie, Fettabsaugen, alles. Wenn man sich zum Beispiel Botox spritzen möchte, habt ihr dann hier so eine Schlangenfarm, wo ihr dann das Gift so abzieht und dann reinspritzt bei den Patienten? Ich habe schon viele falsche Schlangen in meinem Leben kennengelernt, aber hier haben wir keine. Hier haben wir nur ein Pulver, was aufgelöst wird und das wird künstlich hergestellt. Das ist dann das Botulinumtoxin.